Das Thema, über das wir heute reden, kann einem richtig Angst einjagen. Was, wenn ich mal zu jenen gehören sollte, bei denen Demenz ausbricht, die Krankheit, die nach und nach jede Erinnerung löscht? Bin ich dann noch ich? Was würde ich empfinden, wenn ich nichts mehr denken kann? Aus dem Land des Vergessens kommt keiner zurück, der es uns erzählen könnte. Doch unser Gesprächsgast Michael Schmieder lebt seit 30 Jahren ganz nah mit Demenzkranken zusammen und gilt als Pionier, der in der Pflege dieser Menschen vieles, eigentlich fast alles, geändert und mit dem Zürcher Heim Sonnweide eine der weltweit besten Betreuungsstätten für Demenzkranke geschaffen hat. Ein Kämpfer für die Würde dieser sehr verletzlichen Menschen ist er zudem. Herr Schmieder, willkommen. Wie möchten Sie einst lieber sterben? Plötzlicher Herztod und in einer Sekunde weg oder nach langer, liebevoller Pflege in Ihrem Heim wie dem Ihren? Der Herztod ist keine Alternative. Aber liebevoll gepflegt werden, das wäre eine. Und ich würde vorziehen, immer vorziehen, noch Abschied nehmen können. Ob ich das noch realisiere oder nicht, spielt mir keine Rolle. Aber ich will Zeit haben für diesen letzten Abschnitt. Hat die Tatsache, dass Sie 30 Jahre schon an einer Stätte arbeiten, wo die Menschen zum Schluss sterben, gehen, Ihr Verhältnis zum Tod verändert? Ich hatte immer eine sehr enge Beziehung zum Sterben. Ich habe sehr früh meinen Vater verloren, ich habe einen Bruder verloren. Und ich war als katholischer Ministrant bei vielen, vielen Beerdigungen dabei und irgendwie habe ich immer eine Nähe zum Tod gehabt. Ich glaube, es hat meine Einstellung dazu geändert, dass ich merke, Menschen mit Demenz, auch ohne Demenz hoffentlich, können friedlich sterben. Und das, was ich auch weiß, ist, dass diese filmreifen letzten Worte in der Regel nicht stattfinden. Man kann sagen, Sie sind eingestiegen in die Demenzbetreuung, ein bisschen mit der Parole, vergesst alle Pflegedogmas. Das Schmieder-Konzept ist eigentlich so, dass Sie alles anders machen. Und das beschreiben Sie auch im Buch, im neuen Buch, Dement, aber nicht bescheuert. Und das Erste, was mich erstaunt hat bei der Lektüre des Buches, ist, wenn die Menschen kommen, die Angehörigen, ihren Liebsten, ihre Liebste, bringen für diesen ersten Schritt auf dem langen Weg des Abschieds, das weiß man, die Menschen kommen eigentlich nicht zurück, dann findet das Erstgespräch ohne den Patienten statt. Das hat mich sehr überrascht. Das ist das Ergebnis von Erfahrungen, dass man, wenn man dieses Erstgespräch abmacht, dann ist ja zu Hause immer etwas passiert. Es kann nicht sein, dass jemand einfach anruft, wir gehen jetzt ein Erstgespräch führen. Das heißt, wir hatten eine Situation, in der wir schauen müssen, dass der Mensch, der diese Erkrankung hat, dass er nicht dabei ist, weil es geht um ihn und vermutlich kann er das, was gesprochen wird, gar nicht erfassen in seiner ganzen Dimension. Wir wissen heute, dass Menschen mit Demenz ungefähr noch die Hälfte verstehen von dem, was wir reden. Und dann finde ich das gemein, dass man über jemanden redet, der am Tisch sitzt und gar nicht weiß, um was es geht, aber spürt, dass es um ihn geht und dass es eine Schwere hat in diesem Gespräch. Und das wollten wir eliminieren und das haben wir eliminiert und das machen wir sehr konsequent. Man stellt sich schnell vor, das muss ein ungeheuer harter Moment sein, nicht nur für den Patienten, für die Angehörigen. Da ist, wenn die Leute kommen zum Erstgespräch und der Patient dann bleibt, vielleicht etwas ganz Einschneidendes im Leben dieser Menschen passiert. Man muss sich das ja vorstellen. Man gibt ja niemand gerne weg, hoffentlich. Aber es ist doch dann diese Ohnmacht, in der man drin ist und spürt, es geht zu Hause nicht mehr. Man ist überfordert, geschehen ja so viele Dinge zu Hause, die wir gar nicht nachvollziehen können. Wenn wir uns nur vorstellen, jemand steht 8-mal in der Nacht auf. Die Ehefrau ist selbst schon 80. Wie soll sie das überleben? Und der Vater, der kranke Mann, will jetzt immer noch arbeiten nachts um 2. Also das sind gewaltige Schritte und das macht man nicht freiwillig. Und das ist tatsächlich ein ganz schwieriger Moment für die Angehörigen, die jemand bringen müssen. Sie beschreiben auch eindrücklich,
die Tatsache, dass am Abend vor dem Tag, wo der Patient eintritt, der Mensch ja weiß, mein Ehepartner, ist das letzte Mal, dass wir nebeneinander schlafen. Reden Sie dann in diesem Erstgespräch über diese existenziellen Herausforderungen? Das ist das Ziel dieses Erstgespräches, dass man überhaupt einmal die Situation erfasst und dass man dem Gesunden das Gefühl geben kann, das, was er geleistet hat bis jetzt, dass das unglaubliche Leistung ist und dass man wir da sind, um das zu unterstützen, dass das einfacher wird in Zukunft. Also das versuchen wir dort zu machen, damit der Gesunde, dass der Abschied einfacher fällt. Gibt es Patienten, die dann zögern und wenn sie mal dort sind und warten vor dem Zimmer, wo sie das Gespräch haben mit den Angehörigen, die dann sagen, ich möchte doch nicht bleiben? Also man muss sich das so vorstellen, das Erstgespräch findet 2-3 Monate vor dem Eintrittstag statt. Aber es gibt schon Leute, die kommen, wenn dann der Eintrittstag ist und sagen, hier bleibe ich nicht. Da haben wir immer wieder Beispiele. Und da ist es dann ganz wichtig, dass die Menschen emotional ankommen können. Man kann noch so ein schönes Zimmer haben, aber wenn Seelenlosigkeit empfängt, dann will man dort nicht sein. Das Grundprinzip dieser Arbeit, die wir tun, heißt, dem Menschen die Möglichkeit geben, dass er ankommen kann, dass er innerlich ankommen kann. Und das ist das, was unsere Pflegenden auch, was wir schulen und was sie auch machen und was sie auch hervorragend machen. Wenn man Ihr Heim sieht, Sie haben mich vor ein paar Tagen eingeladen, einen Nachmittag dort zu verbringen, sieht man, ist man vielleicht sogar erstaunt, dass es sehr schön ist. Gewisse Räume sehen eigentlich aus wie in einem Hotel, fast ein Wellness-Zimmer, könnte man sagen, ist das Konzept, dass hier die Leute sich also fast wie in einem Hotel wohlfühlen sollen? Ich glaube, schöne Räume, schöne Umgebung hat eine Auswirkung auf den Menschen, auf sein Seelenleben. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Welt, wenn wir sie schön machen, dass sie dann auch schön wahrgenommen wird. Also die Idee vom Wellness-Hotel als, nicht als Konzept, aber so die Art von Wohnen, das ist schon, das haben wir hier versucht. Die Leute, das sieht man auch, wenn man besucht, werden liebevoll gepflegt. Es gibt In-house, Coiffure zum Beispiel, das sieht alles sehr edel aus. Bedeutet es, dass es ein Luxusheim ist, wo nur sehr reiche Leute kommen können? Werde ich immer gefragt. Es ist kein Luxusheim. Bei uns können Menschen leben, die kein Geld haben, die von Ergänzungsleistungen abhängig sind. Die können bei uns genauso leben. Die Preise sind in dem Rahmen von normalen, alten Menschen, die Pflege brauchen. Wenn der Patient zögert, wie Sie vorher gesagt haben, dass das durchaus vorkommen kann, muss er unterschreiben, ich bleibe für immer, oder kann er sagen, okay, ich komme auf Probe? Bei uns muss niemand unterschreiben, weil es gibt kein Recht von jemandem einzufordern, der das nicht versteht. Was wir versuchen manchmal, dass wir Menschen in Ferien nehmen und sie dann anschließend entscheiden können, ob sie bleiben. Das geht aber nur in einer bestimmten Phase der Erkrankung. Ansonsten ist er da. Und er ist eindeutig da. Und dann ist es unsere Aufgabe, alles zu tun dafür, dass man ankommen kann. Und das kann auch heißen, dass man wirklich den ersten Abend, dass der schwierig ist, dass man da 1:1 betreuen muss, dass man ganz nah bei ihm sein muss. Das erste Mal hier schlafen, das ist für viele doch noch schwierig. Gleichzeitig ist die andere Geschichte, wenn ich irgendwo ankomme und die Menschen sind mir wohlgesonnen, dann bin ich da. Und das ist das, was wir natürlich versuchen. Wellness auch für die Seele. Hier kannst du sein, hier entstressen wir dich. Das ist ja das Motto, dass wir möglichst wenig Stress arbeiten für diese Menschen. Und wenn Stress wegfällt, das merken Menschen sofort. Ohne jeden Zynismus wage ich zu fragen, gibt es dann Menschen, Patienten, die schnell schon am nächsten Tag vergessen, woher sie kommen und nicht mehr umtrieben werden durch den Verlust? Oder dauert das immer seine Zeit? Nein, es gibt ganz viele Menschen, die sind da, wenn sie da sind. Das ist ja dieses Phänomen an dieser Erkrankung. Menschen mit Demenz leben immer nur im Jetzt.
Das Jetzt ist jetzt. Das kann aber sein, dass in der Vorstellung der Mensch vielleicht 20 Jahre zurücklebt, aber es ist trotzdem jetzt. Und der Mensch passt sich an das, was jetzt ist. Also wir haben weniger Menschen, die hadern mit dem Eintritt. Wir haben viel mehr Menschen, die kommen, sind angekommen und sind da. Und das ist das Faszinierende natürlich auch an dieser Krankheit. Ob das fast eine Sonnenseite einer sehr düsteren Krankheit sein kann, will ich Sie dann noch fragen. Carpe diem, könnte man sagen. Es gilt das Ideal bei uns, man soll jetzt leben und die Gegenwart beim Schopf packen. Aber Demenz ist ja eine Krankheit, die auch ganz andere philosophische Fragen aufwirft. Fragen, die die Philosophie seit Jahrtausenden mit sich herumträgt. Quasi die Frage, was ist ein Mensch? Und bei Ihnen ist die Frage, was ist ein Mensch ohne Erinnerung? Was bin ich, wenn das Ich weg ist? Was ist die Erfahrung? Wie lange tragen die Menschen ihr Ich, ihr bisheriges Ich noch mit? Das Ich trägt man mit bis zum Tod. Sie haben jetzt gesagt, das bisherige Ich. Wir müssen zugestehen, dass dem Menschen, dass das Ich sich verändert. Dass wir das Ich nicht mehr erkennen von außen. Aber das Ich bringt jeder Mensch mit und er geht mit diesem Ich von dieser Welt. Und es gibt ja dann auch, das zeigt sich häufig auch in ganz Kleinigkeiten, dass man sagt, ja, da ist die Person noch mal, wie man sie vielleicht kennengelernt hat. Aber es kann auch sein, dass das nicht ist. Aber manchmal flackert es wieder auf, das frühere Ich. Ja. Gibt es vielleicht in etwas, wie ich es gar nicht erkenne. Und das nutzen Sie auf, ich würde fast schon sagen, charmante Weise. Es gibt im Buch die Geschichte von einem Herrn Gerking. Ich nehme sicher an, dass das alles Pseudonyme sind. Aber hier der Herr Gerking, der war in früheren Jahren Oberst im Generalstab. Ja. Und damit machen Sie etwas. Ja, damit machen wir etwas. Aber nur in dem Moment, wenn er sich in dieser Situation fühlt. Wir sagen nicht, Herr Gerking, Sie waren ja Oberst im Generalstab, sondern wenn er hat ja diese Kartex-Hüllen angeschaut, hat die rausgenommen aus der Box und hat die angeschaut. Was sind das für Hüllen? Die Dokumentationshüllen. Mhm. Patienten? Patientendokumentation, er saß da mit dem Betreuer, nimmt die raus und schaut die an und sagt dann irgendwann, alle Simulanten. Ja. Der gleiche Herr hat übrigens auch etwas Faszinierendes gemacht. Er war Oberst im Generalstab im Zweiten Weltkrieg. Also der Mann war ja oben an der Leiter. Und irgendwann hat er sich bitter beschwert, dass er es nur zum Leutnant gebracht hat in seinem Leben. Er hat tatsächlich die Erfüllung von seinem Berufsleben, von seinen Zielen, selbst das hat er vergessen. Mich hat das sehr erschrocken. Ja, dass man also selbst, wenn man ein zufriedenes Leben hat, das hat ja mit Zufriedenheit nichts zu tun, aber wenn man die Ziele erfüllt hat, wenn man das vergessen hat, ja, dann hat das dort mal nach außen doch auch seinen Wert verloren. Und das gibt eine Relation zu unserer Tätigkeit. Wir halten uns ja für immens wichtig. Ja. Dass wir jetzt da sitzen und so, wir haben ja eine Botschaft, aber wenn wir das alles nachher vergessen, was bleibt da noch? Ist Ihre Erfahrung, dass es die meisten ganz vergessen? Oder spüren Sie bei vielen Menschen auch noch, es gibt die Geschichte von Frau Mühleck, die war eine Patrizierin quasi, große Villa am Zürichsee, viele Bedienstete. Bleibt bei gewissen Menschen der Habitus, ich bin wichtig, ich habe Bedienstete, bleibt er erhalten? Der Habitus bleibt manchmal. Und dann versuchen wir auch, die Menschen dort abzuholen, wo sie diesen Habitus zeigen. Das kann man, das geht gut. Also wir versuchen ja, jeder Mensch bringt ja was mit. Ja? Ob das der Maurer ist oder egal wer, jeder bringt etwas mit. Und das versuchen wir mit ihm zusammen zu kultivieren, zu erhalten, so wie er sein Leben gestaltet hat oder wie er jetzt auch lebt. Das wollen wir mit ihm weiterführen. Am Beispiel von Oberst Gerking habe ich etwas anderes noch überraschend gefunden. Es gibt eine Szene, eine Situation, die wirklich war, wo man ihn dazu bringen will, glaube ich, einen anderen Patienten nicht mehr dauernd nachzulaufen und irgendwo anders hinzugehen. Und dann nutzt man sein ehemaliges Offizierssein
Das fand ich ganz gleichzeitig charmant und ich habe dann eine kritische Frage dazu. Er hat sich ja dann beschwert über diesen Mann. Und er war dann ziemlich aufgebracht und dann hat eine Pflegedienstleiterin bei uns hat dann sehr militärisch reagiert. Und das hat er dann akzeptiert. Und dann hat sie gemeldet, dass die Rabatten im Garten überprüft werden müssen, ob sie gut ausgelegt sind. Und das hat er gerne dann überprüft und ist damit... Da geht es ja nur darum, dass man ihm das bestätigt. Ja. Er selber hat ja gar nichts mehr gemacht. Ja. Im Buch, wenn ich es richtig gelesen habe, geht er dann in den Garten. Wir haben auch diesen Garten als Bild hier, weil er ist wirklich sehr schön anzuschauen. Der Garten hat in Ihrem Heim und für das Heim eine große Bedeutung. Ja. Sie müssen sich vorstellen, Menschen mit Demenz wissen nicht, dass sie dement sind. Das ist mal eines. Also machen wir auch nicht einen Demenzgarten, sondern wir machen einen Garten für Menschen. Und im Garten müssen sich alle Menschen wohlfühlen und nicht diagnoseabhängig. Irgendjemand, der die Diagnose hat, fühlt sich wohl, die anderen nicht. Und nach draußen können, sich bewegen können, wann ich will, das ist für mich ein Grundrecht, das Menschen haben, unabhängig von ihrer Krankheit. Es nützt ihnen nichts, wenn draußen die Sonne scheint, jemand will raus und die Türe ist verschlossen. Das darf man nicht tun. Ja? Sondern wir müssen den Menschen diesen Garten zugänglich machen. Und da sind die Elemente, da ist das Wasser, da ist die... wir arbeiten ja sehr stark mit diesen Elementen. Wer bin ich, wenn mein bisheriges Ich weg ist? So lautet die Frage. Philosophisch, praktisch lautet sie auch, müssen Sie und wollen Sie wissen, ziemlich genau wissen, wer der Mensch war, der jetzt bei Ihnen als Patient ist? Wissen Sie es? Wollen Sie es wissen? Wir wollen wissen, vielleicht, wie hat er gelebt, was hat er... in seine gearbeitet, wie ist die Familiensituation. Wir wollen primär nicht wissen über, hat er dunkle Stellen oder hat er keine, und wir wollen über diese dunklen Stellen auch primär nichts wissen. Es ist nicht unsere Aufgabe, irgendwelche Knackpunkte im Leben zu analysieren, überhaupt die rauszubringen. Der Mensch ist mehr als das. Und eindrücklich war ja das bei einem Mann, der war sehr freundlich zu den Mitarbeitenden, er war sehr liebevoll. Und als er gestorben war, kam ein Brief von Freunden, wo geschrieben haben, er hatte es als schwierig mit seiner Pädophilie. Mhm. Ja. Wenn ich sowas weiß, und das steht dann in diesem Kardex, in dieser Dokumentation, dann hat eigentlich schon mal jeder Zugang, der auf dieser Station arbeitet. Und dann heißt das sofort, der war pädophil. Und ich glaube, um den Menschen zu akzeptieren als Person, als Mensch, muss ich das nicht wissen, weil es bekommt sonst ein zu großes Gewicht. Ich muss nicht wissen, ob jemand abgetrieben hat im Leben. Ich muss nicht wissen, ob jemand andere gequält hat. In dem Moment, wenn er bei uns ist, ist er in einer anderen Situation, in einem anderen Jetzt. Würde das auch heißen, aus Ihrer Sicht ist er ein anderer? Also diese Idee von der Person, die eine kohärente, zusammenhängende Lebensgeschichte hat, die kommt ja dann im 17. Jahrhundert in die Philosophiegeschichte. John Locke, der große liberale Philosoph, der Engländer, der sagt, der Mensch ist eigentlich die Summe seiner Erinnerungen, was er noch weiß, wie er sich sieht, wie das zusammenpasst. Und sagen Sie jetzt, wenn die Erinnerung dann weg ist, ist man halt ein anderer? Oder glauben Sie an den Kern oder eine Seele vielleicht sogar? Ich glaube an die Seele, ja, oder an den Kern. Ich glaube, es ist der gleiche Mann gewesen. Aber das Prädikat Pädophil, das war zu diesem Zeitpunkt bei uns nicht mehr relevant. Und dann muss ich das auch nicht, nur damit wir zufrieden sind mit dieser Information, dann muss ich das auch nicht herausholen. Wir haben manchmal Situationen, wo wir sagen, könnte es etwas gegeben haben in der Lebensgeschichte von einer Person, was uns jetzt helfen würde. Und dann versuchen wir mit den Angehörigen, das zu besprechen. Wenn eine Idee da ist, heißt das noch lange nicht, dass das die Ursache ist. Wir wollen ja alles immer begründen. Warum ist Herr Meier so? Wir suchen Grund für das. Und das liefern uns diese Menschen nicht mehr. Und wir lernen zu akzeptieren, es ist
jetzt so. Es ist, wie es ist. Gibt das irgendeinen Einspruch? Jean-Paul Sartre hat mal den radikalen Gedanken geäußert, man müsste immer nach 4 Jahren jeden Strafgefangenen freilassen, weil körperlich gesehen jede Zelle innerhalb von 4 Jahren weg und ersetze, sei nicht mehr der gleiche Mensch. Das fand ich jetzt auch ziemlich radikal, weil würde ich eher mit John Locke sagen, er weiß noch, was er getan hat, die Erinnerungen sind... Genau. Aber würden Sie sagen, ganz spät, wenn dann das Denken weggeht, gibt es diese Gnade quasi des Vergessens, soll es sie geben? Das glaube ich, dass es das gibt und ich gestehe das den Menschen auch zu. Ja. Wir, manchmal sagen wir ja auch, man sollte vergessen können. Ja. Nur... Vergessen, wir wollen eigentlich das vergessen, was wir nicht behalten wollen. Aber ein Mensch mit Demenz vergisst einfach alles. Oder sehr viel. Und das ist der Unterschied. Wir wollen entscheiden, was wir vergessen. Aber das macht er ja nicht mehr. Er vergisst einfach komplett. Dann erlaube ich mich, mir noch kurz nachzubohren. Was sind Sie eigentlich für einer, Herr Schmieder, wenn wir sagen, wie war der Mensch? Aber nur ganz kurz. Aber ich habe mit Interesse, so wenn man Ihre Biografie studiert, gesehen, da gibt es diesen Moment, Sie waren 29 Jahre alt, da Sie waren Pfleger, Psychiatriepfleger, gab Gerontologie, und dann sagen Sie, jetzt übernehme ich ein Heim, das war damals die Sonnweide, ein Heim, wo Leute waren, Sie schreiben das in dieser Schroffheit, Leute, die niemand wollte. Warum geht einer mit 29 und sagt, ich will hier ein solches Heim übernehmen? Ich wollte eine Verantwortung, eine Führungsverantwortung übernehmen. Ich habe, eigentlich war mir die Sparte egal. Ich habe gesucht und das hat sich auf ganz komischen Wegen bin ich da dazugekommen. Über eine Wanderung mit einem Bekannten haben wir jemanden kennengelernt, der da das Heim gekannt hat. Also ich habe nicht speziell Demenz gesucht. Aber ich habe sehr rasch dann festgestellt, dass das etwas sehr Faszinierendes hat. Sie wollten Verantwortung, ja. Macht auch? Macht, natürlich. Das streite ich nicht ab. Sind Sie heute noch einer, der gern die Rolle dessen hat, der entscheidet, der die Macht hat? Ich glaube, Macht gebe ich heute lieber ab, aber ich habe schon noch gerne Einfluss. Vielleicht kann man das so benennen. Und Macht... Egal auf welchem, ich überspitze ein bisschen, aber Sie sagen, die Branche war mir gleich. Ich hätte auch ein Wellnesshotel übernommen. Das war sozusagen ein Zufall, dass Ihr berufliches Lebensthema Demenz in Ihr Leben kam. Ja, das war Zufall. Aber ich wollte immer in der Pflege bleiben. Das war nie das Thema. Ich wollte, ich würde wieder den gleichen Beruf lernen. Der Kontakt, die Nähe mit Menschen in Extremsituationen, das sind ja kranke Menschen. Das hat mich immer fasziniert, weil man viel näher an die Menschen kommt, wenn sie krank sind. Ja. Botschaften sind anders, man ist weg von allem, was drumherum uns ablenkt. Da geht es immer nur ums Existenzielle. Das hat mich immer fasziniert. Dann haben Sie gewiss entdeckt, wie schroff und schockierend es sein kann für die Betreuenden, für die Angehörigen eben, was da passiert. Damit wir es ein bisschen nachspüren können mit medialen Mitteln, habe ich einen Ausschnitt mitgebracht aus dem Film Vergissmeinnicht. Der deutsche Filmemacher David Sieveking dokumentiert das Entschwinden seiner Mutter in die Demenz in einem Film, wo der Kameramann eigentlich dauernd dabei ist. Und da gibt es diese Szene, wo er die Mutter betreut, weil der Mann, der gesund ist, aber in den Ferien ist, weg ist und der Mann ruft dann an. Und diese Schroffheit, wenn ein Angehöriger plötzlich in einer anderen Welt lebt. So, Gretel, iss mal eins von den Früchten hier. Von diesen gelben hier. Iss mal so ein. Ich weiß nicht so recht, was das sein soll. Das ist lecker. Ich weiß nicht, was das sein soll. Eine Aprikose, aber da macht man keine Butter drauf. Macht man nicht. Die macht man aufs Brot hier. Ach so, die macht man gar nicht. Also gut, dann mache ich wieder zurück. Hast du gut geschlafen? Ja. Der Malte hat angerufen. Der ist gut angekommen in der Schweiz. Wie heißt der? Malte. Malte. Dein Mann. Ist ja nicht mein Mann. Naja, mein Vater. Wie heißt er? Malte. Malte. Ja und, warum denn nicht?
Ja. Du fandest es auch. Mhm. Aber du bist meine Mutter und er ist mein Vater. Und ihr wohnt hier, weiß nicht, seit... War ich denn das schon mal? In dem Haus hier habt ihr fast 30 Jahre zusammen gewohnt jetzt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, über 20 Jahre. Oh, das habe ich nie gehört. Und mit ihm verheiratet bist du auch schon seit über 40 Jahre. Was? Ja. Dein Mann? Dein Mann. Malte. Mein Vater. Oh. Du bist meine Mutter. Ich dachte, du wärst der Vater. Nee. Nee? Ich bin David. Du bist die Mutter. Nee, ich bin der Sohn. Wie? Ich bin der Sohn. Aber jetzt komme ich überhaupt nicht mehr hin. Sie haben momentweise geschmunzelt und dann ist mir dann erschaudert man, der sagt, ihr habt 30 Jahre zusammengelebt, das kann ich mir nicht vorstellen. Wäre es richtig zu sagen, vielleicht schlimmer noch als für die Patientin ist es für den Angehörigen? Das sieht man deutlich. Ja, und er versucht eigentlich nur, dass er sein Bild bestätigt bekommt. Es geht ihm überhaupt nicht mehr um die Information von der Mutter. Er will nur noch bestätigen, dass sie ja sagt, du bist mein Sohn. Er für sich hält das fast nicht mehr aus. Dass die Frau das faszinierend zeigt, sie hat vergessen, sie hat 40 Jahre vergessen. Sie lebt in dem Moment in einer Zeit, die vor ihrer Hochzeit war. Wie soll sie sich daran erinnern, an etwas, was sie vergessen hat? Wissen wir, wo sie jetzt lebt? Also mal sicher vor der Hochzeit. Ja. Ja. Und wahrscheinlich hat sie geglaubt, er, der Sohn, ist ihr Freund oder ihr Mann. Mhm. Es gibt tatsächlich die Situation, und ich habe von Angehörigen, von einem Sohn habe ich das so gehört, die hatten die Mutter eingeladen zum Heiligabend in die Familie. Und plötzlich wollte die Mutter ins Ehebett liegen. Und plötzlich wollte die Mutter, hat sie geglaubt, ihr Sohn sei ihr Mann und wollte ihren Sohn verführen. Das hat eskaliert an diesem Abend. Man musste die Mutter in der Nacht noch nach Hause fahren. Der junge Mann, der Sohn, sieht ja aus irgendwie wie der Ehemann. Und dann vergisst man, dass das der Sohn ist, und dann wird er definiert als Ehemann. Und genau das ist in diesem Einspieler auch passiert. Wir sehen das häufig bei Menschen, die reden, die sind mit 20 Jahren vielleicht in die deutsche Schweiz gekommen, haben vorher Englisch gesprochen. Ja, weil sie aus England sind. Und im Lauf dieser Erkrankheit geht das völlig weg, das Verständnis für Deutsch. Und plötzlich beginnen diese Menschen wieder Englisch zu sprechen. Und dann hat man so eine kleine Ahnung, wo man sprachlich ungefähr sich bewegt. Was muss man tun? Muss man mit ihnen gehen und sagen, jetzt sind wir halt wieder in dieser Zeit, aber das wird dann natürlich belastend und heikel eben, wenn es in Beziehungsfragen geht. Was muss man tun? Wir sind nicht in dieser Zeit, aber wir können ihn begleiten in dieser Zeit. Er kann hingehen und sagen, ja, Malte ist ein Mann, das hat er ja getan. Und dann hat er aber dann gesagt, ich weiß das nicht mehr. Dann könnte er für sich auch noch sagen, dann hat es für sie keine Relevanz. Ja? Also er könnte sein Interesse eigentlich in den Hintergrund stellen und sagen, ja, dann ist doch das auch gut, wir frühstücken weiter. Aber es ist wahrscheinlich schwierig zu lernen. Unglaublich schwierig. Ja. Ich selbst bin da nicht der ganz große Experte für diese Art von Kommunikation, für diese Validation. Das ist ja, wenn geht mit im Gefühl. Das nennt man ja, Validation, nennt die man Methode, wie man wieder an den Kern des Menschen, dort, wo er ist, hinkommt. Ja. Man nimmt immer das Gefühl auf. Ja. Und sie vermisst ja ihren Mann nicht. Ja. Aber wenn jemand nach Hause will, dann bestätigen wir das Gefühl. Ja, das ist wichtig, dass man ein Zuhause hat. Ja, man möchte gerne nach Hause. Und das ist eigentlich dann die Art von Kommunikation. Und ich glaube, es ist die einzige Art von verbaler Kommunikation, die wir mit diesen Menschen tun können. Mit dieser Schilderung haben Sie mindestens ein zweites großes philosophisches Thema aufgeworfen. Die Frage, wie gehen Wahrheit und Würde zusammen. Das, glaube ich, stelle ich mir vor, ist im Pflegealltag täglich die Frage, gilt das Prinzip der absoluten Wahrheit? Offenbar nicht, wenn man die Leute sonst dauernd zurückholen müsste aus einer Zeit, wo sie eben nicht mehr sind. Aber wie halten Sie das mit der Wahrheit? Wenn jetzt einer zu Ihnen kommt und sagt, du bist mein Bruder, was machen Sie?
Dann sage ich ihm, dass ich nicht sein Bruder bin. Mhm. Dann frage ich aber, sieht Ihr Bruder ähnlich aus wie ich? Mhm. Ja? Und dann frage ich, wo kommt der her, wie hat er geheißen? Dann kann ich ihn ja so in ein Gespräch hineinbringen. Und ich unterscheide sehr stark bei der Wahrheit und bei der Lüge. Gibt es die individuelle Geschichte, die oft aus Ohnmacht besteht, dass man jemand anlügt, weil man sich nicht zu helfen weiß? Die andere Geschichte ist, dass wir heute in einer Welt leben, in der es völlig normal ist, dass man Menschen mit Demenz irgendetwas vormacht. Und dass man eben diese Demenzdörfer, wie das jetzt entsteht mit den Supermärkten und so, dass man einfach den Menschen vormacht, sie leben irgendwo, wo gar nichts stimmt. Sie leben ja alle in einem Heim. Und da bin ich schon jemand, der dafür kämpft, dass das nicht so ist. Sagen Sie, es geht gegen die Würde, ist die Würde das Problem? Geht es gegen die Würde der Patienten? Es geht gegen das, was wir Menschen untereinander abgemacht haben, unabhängig von der Diagnose. Ich habe den Anspruch, dass man mich nicht belügt. Mhm. Ob ich eine Demenz habe oder nicht, spielt ja keine Rolle. In unserer Welt würde ich Ihnen das sofort bestätigen und denke auch, dass das ganz wichtig ist. Habe mich aber gefragt, als ich im Buch eben mehrfach gelesen habe, dass Sie dieses Prinzip ziemlich strikt vertreten, ob es in der anderen Welt auch gelten soll oder warum es dort gelten soll. Und Sie äußern sich ganz vehement gegen eigentliche Simulationen. Ich habe aus einer Reportage, die einmal in 10 vor 10 gezeigt wurde, einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, wo man eine, also nun, zupackende, überhaupt nicht kaschierte Simulation sieht. Die Menschen dort können in einem Simulator sozusagen eine Zugsreise machen. Es sieht aus wie ein ganz normaler Ausflug betagter Menschen. Doch dieser Zug fährt nirgendwo hin. Dieses Erstklass-Eisenbahnabteil ist ein neues Angebot für die Bewohner des Alterszentrums Bethlehem-Acker. Bernbrick mit Eisenbahn-Originalton. Die Zugfahrt läuft in der Endlosschlaufe. Das ist eine sehr schöne Landschaft. Ja, sehr schön, die Landschaft. Das ist wunderbar. Doch. Zugfahren ist etwas Schönes. Schön, sowieso. Ich tue gerne Zugfahren. Sogar die Minibar kommt vorbei. So, darf ich Ihnen ein neues Kaffee anbieten? Frau Knutti? Ich wünsche Ihnen eine gute Reise, meine Damen und Herren. Bitte schön, auf Wiedersehen. Was ist jetzt die Idee dahinter, dass ihr das als Zugsabteil gebaut habt? Wir ermöglichen unseren Bewohnern und Bewohnerinnen das, ermöglichen, was sie früher gemacht haben. Und das, was sie vor allem von früher kennen. Zugfahren. Möchte jemand noch ein Gutschein? Mit virtuellen Reisen positive Emotionen wecken. Da hat der Demenzfachmann Michael Schmieder nun heftig den Kopf geschüttelt bei dieser Einspielung. Aber ich muss Ihnen sagen, ich extrapoliere jetzt mal von meinem jetzigen Leben. Ich mag Flugsimulatoren. Ich entscheide mich, wenn ich nicht in ein richtiges Flugzeug steigen kann, gehe ich gerne in eine Simulation. Man simuliert es, es bewegt sich. Es ist wie der Zugsimulator hier. Und als ich das auch zum ersten Mal sah, habe ich mir gesagt, warum eigentlich nicht, wenn es den Leuten Freude macht? Wenn das Kriterium gilt, wenn es den Leuten Freude macht, dann wird es dann sowieso heikel. Warum? Also wenn ich unter diesem Kriterium alles erlaube, dann ist die Frage, auf wen und wie können sich diese Menschen noch verlassen. Das ist mal das eine. Das andere ist, wenn Sie gerne Flugsimulatoren haben, ja, dann machen Sie das bewusst, entscheiden Sie, ich gehe in einen Flugsimulator. Und wenn Sie mit einer Demenz tatsächlich das noch lieben würden, würden wir sagen, Herr Glabroth, wir haben für Sie wieder den Flugsimulator hingestellt. Ja? Also das ist eine andere Geschichte. Wenn man mit diesen Menschen an einem die Sitze anders macht als frontal und sagt, wir schauen einen Film an über die Reise von Bern nach Kanten ins Wallis, ja, und das deklariert als Film von Bern ins Wallis, dann ist das überhaupt nicht angreifbar. Aber dass man Menschen, die nicht erkennen, dass sie in einer virtuellen Welt leben, in einer Scheinwelt, dass man diese Menschen in diesem Glauben lässt, das hat der Mensch an sich nicht verdient.
Ich habe mir trotzdem überlegt, ob das wirklich auch gilt für die Menschen, von denen Sie sehr eindrücklich vorhin gesagt haben, die leben ohnehin im Jetzt. Also was ich vorher gesagt habe, ob das noch übereinstimmt mit dem, was ich nachher sage. Wenn ich das recht sehe, gibt es gar keine Zeitachse mehr für die Menschen, die im dauernden Jetzt leben, um sich da an etwas zu stören. Würde Sie das nicht stören, wenn Sie wüssten, dass Sie keinen Einfluss mehr hätten, ob man Ihnen die Wahrheit oder Lüge verunterbreitet? Ich stelle einfach die Frage in den Raum, gibt es... Ich stelle die zurück. Absolut berechtigt. Ich müsste zuerst antworten. Ja. Und hypothetisch, bin auch nicht sicher. Ich würde sagen, vielleicht nein. Weil ich mich frage, ob der Begriff Wahrheit, der ja heißt, die Dinge, die in der Realität sind, stimmen überein mit dem, was wir über sie sagen, weil der Begriff dort, wenn ich recht sehe, gar nicht mehr existieren kann, weil die Dinge, die wir über die Realität sagen, sind ja nicht mehr geordnet. Wenn die Sprache, der Verstand, die Logik weg ist, sehe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr recht, was Wahrheit in diesem ewigen Jetzt bedeuten soll. Oder sehe ich das total falsch? Sie sehen das nicht total falsch. Die Frage kann man stellen. Der Ansatz, den wir haben, sagen, Mensch, die Diagnose spielt keine Rolle. In der Diskussion, ob Wahrheit oder Lüge. Und wir glauben, dass Verlässlichkeit, auch Beziehung, nur ehrlich ist, wenn sie auf Wahrheit begründet ist. Und wenn ich Menschen etwas vormache, in dieser Art, dann kann da keine ehrliche Beziehung entstehen, weil ich als Wissender ja entscheide, welche Wahrheit wird vorgesetzt. Und das, glaube ich, das ist nicht der Punkt, ob die das wahrnehmen oder nicht. Das ist überhaupt nicht die Frage, sondern will ich das, dass ich etwas bringe, was übrigens das Leben von denen nicht einfacher macht, höchstens meines. Das ist nochmal die andere Geschichte. Geht um die Beziehung. Ja, es geht um Beziehung und es geht häufig darum, dass man hilflos ist als Pflegende, als Betreuende und dann solche Geschichten braucht. Die Bushaltestelle. Ja. Auch ein berühmtes Beispiel. Bushaltestelle wo man im Garten. Aufbaut eine Bushaltestelle. Wenn die Leute sagen, ich will nach Hause, dann sagt man, wart mal auf den Bus. Das fände ich jetzt auch wieder. Vielleicht ist es nicht sehr stringent, was ich hier jetzt theoretisiere, aber da habe ich auch einen Widerwillen, um zu sagen, da sagt man, warte, der Bus kommt, und man weiß, der Bus kommt nicht mal virtuell, der kommt einfach überhaupt nicht. Da hat man nur sich selbst entlastet. Da sagt, wir fahren ins Wallis. Aber ein bisschen Wallis kommt, simuliert das Wallis. Ja, natürlich. Ja. Sind wahrscheinlich auch zum Teil spannende und schwierige Übergänge. Die Frage der Haustiere. Als ich ihr Heim kürzlich besuchen durfte, da ist ein Hund nur schon in ihrem Büro. Und ich lese im Buch auch, es gibt eine schöne Geschichte einer Dame, die die Katze mitbringt. Und am Schluss ist die Katze das Maskottchen. Der Hund bringt sie mit, die Susi. Sagen Sie es uns genau, wer bringt da wen mit? Die Frau kam aus den USA direkt vom Flugzeug direkt in die Sonnweit. Die hat lange in den USA gelebt. Sie hat bei uns in einer Wohngruppe gelebt mit anderen Bewohnern und die Susi war dabei. Sie hat innerhalb vom Haus weil sie in der Wohngruppe nicht mehr richtig platziert war, hat sie einen anderen Platz bei uns bekommen. Und am Schluss war sie in dieser Pflegeoase, in dieser Großraumpflege, kann man so sagen. Und als sie gestorben ist, war sie auf der Terrasse. Das Bett schoben wir auf die Terrasse, es war der Ehemann da, es war der Sohn da. Und die Susi lag an den Füßen im Bett von dieser Frau. Und für mich einer der eindrücklichsten Momente in der Sonnweit, dass der Hund da war und er war ganz ruhig, dieser Mops, der sonst ja eigentlich sehr nervös durch die Gegend lief. Ja. Das heißt, Haustiere sind willkommen bei Ihnen? Ja. Stellt dann die Frage, die in Demenzfachkreisen ja heiß diskutiert wird, ob sozusagen künstliche Haustiere, die berühmte Pflegerobbe, es gibt ja so Computerrobben, die simulieren wiederum ein Robbentier. Da würden Sie wieder sagen, Haustiere sehr willkommen, aber elektrische Pseudo-Haustiere kommen mir nicht ins Haus. Das ist so. Ja, auch da wieder geht es darum, was will ich mit dem? Ja? Und es stimmt doch nicht, wenn ich das Tier nehme und sage, ja, Paro, wie geht es dir heute? Und das Tier wedelt elektronisch mit dem Schwanz. Das kann es doch nicht sein, dass man Menschen dem aussetzt.
Das macht mich auch wütend. Da gibt es aber andere Fachleute. Es gibt Heime, wo man das praktiziert. Das sehen nicht alle gleich, aber da sind sie entschieden dagegen. In Holland gibt es neu, kann man die Haustüre zu Hause fotografieren lassen und im Pflegeheim die Folie auf die normale Zimmertüre machen. Ja. Also es gibt alles. Es gibt heute Dinge zum Aufspannen, eigentlich Kulisse wie im Fernsehen. Und wenn man das vorbei hat, dann packt man wieder ein. Mhm. Und das kann doch nicht sein, dass man das tut, weil die Menschen wollen eigentlich etwas anderes. Die Menschen wollen Beziehung. Die wollen nicht irgendwelche Dinge vorgesetzt bekommen. Aber sie wollen Beziehungen, sie wollen die Pfleger mit den Pflegenden im Kontakt sein. Und es gibt keinen Beweis, dass es den Menschen, die in diesen Lügen, mit diesen Lügen leben müssen, dass es denen pflegerisch oder betreuerisch besser geht, wie die, die ehrlich mit denen arbeiten. Da vertreten Sie entschieden eine ganz andere Philosophie. Zur Frage Würde und Wahrheit gehört wahrscheinlich auch dann das Problem, oder vielleicht nicht einmal ein Problem, oder die Tatsache, dass die Menschen im Heim, die Patienten, Patientinnen, ganz andere Normen haben, dass die, sie schreiben irgendwo, die Zivilisation fällt weg. Und es gibt fast romantisch zu lesende Passagen im Buch. Plötzlich beginnt eine Frau eine neue Dreiecksbeziehung im Heim. Ist das okay? Geht das? Das geht. Das geht dann, wenn wir zwischen den Menschen, die das, diese Beziehung haben, wenn wir sagen können, da haben wir keinen kognitiven oder anderen Machtunterschied. Das ist etwas, wo man sehr genau hinschauen muss. Wenn jemand kognitiv noch besser ist, also mit seinen ganzen Leistungen, und jemand überredet für, sexuellen Handlungen, dann muss man schauen, dass da die Macht muss stimmen. Das ist auch für viele Menschen noch mal eine Möglichkeit, Beziehung zu haben. Das ist ja etwas Hervorragendes, und wir haben da grundsätzlich auch Freude daran, wenn wir merken, Menschen gehen Händchen halten durch den Garten oder durchs Haus. Das würden jetzt viele, und ich eingeschlossen, vorher nicht vermutet haben, dass in dieser Situation also neue Lebensabschnitte mit Romantik und neuen Beziehungen entstehen. Ja, natürlich. Die gehen aber auch wieder ganz schnell weg, weil sie auch wieder vergessen werden. Wir haben immer das Thema, dass wir sagen, Menschen, die miteinander in Beziehung sind, wir geben denen, die können miteinander in ein Zimmer gehen, aber wir geben denen nie den Status von einem gemeinsamen Paar, in dem sie ein Zimmer kriegen. Weil es kann sein, dass morgen früh einer von den beiden das schon nicht mehr weiß. Was macht man mit der Frage, ob der Partner zu Hause davon weiß, davon wissen muss? Wir informieren die Partner grundsätzlich. Wir fragen aber nicht, ob sie es erlauben oder nicht. Wir glauben, Sexualität ist etwas, was den Menschen eigen ist. Und wo wir als Partner oder wo wir nicht sagen können, ich will das oder ich will das nicht. Im Übrigen ist das auch extrem schwierig, das zu verhindern. Das kennen wir als Eltern, ja, also von unseren Eltern ja auch. Aber wir informieren und fragen, wie möchten Sie, dass Sie informiert sind? Und dann kommt meistens, schauen Sie, ich möchte nicht mehr darüber wissen. Aber ich möchte nicht, wenn ich auf Besuch komme, dass meine Frau Händchen halten mit jemand anders da sitzt. Gibt es Pflegende, die damit Mühe haben? Ich habe es gesehen, als ich im Heim war. Pflegende, die durchs Band, wie ich sage, einen sehr liebevollen, nahen Umgang mit den Patienten haben. Das gibt's. Das gibt ja natürlich, weil wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja aus völlig unterschiedlichen lebensphilosophischen Richtungen kommen. Und da versuchen wir dann, dass diese Menschen, die damit Mühe haben, in dem Moment nicht damit konfrontiert sind. Es gibt die Geschichte, dass ein Bewohner, dass wir eine Berührerin, eine engagiert haben, vor vielen Jahren war das. Und da gab es Mitarbeiterinnen, die sagten, das entspricht nicht meiner Moralität. Und da hat man sehr genau darauf geschaut, dass diese Personen keinen Dienst hatten, wenn die Berührerin kam. Würde und Wahrheit, haben wir gesagt, ist eine philosophische Dimension, die Sie im Alltag dauernd im Blick behalten müssen. Und dann, vermute ich, wird es noch mal viel existenzieller, in dem Sinne viel philosophischer, wenn es dann um die Frage geht, wie kann man in Würde sterben. Dazu müssen wir vielleicht noch sagen, eine Eigenheit Ihres Konzepts ist auch, es gibt eigentlich drei Stationen auf dem Weg, den die Leute bei Ihnen
gehen. Drei Stationen, eben in der Wohngruppe, haben Sie gesagt, fängt es an, solange das geht. Dann im eigentlichen Heim, klassische Betreuung für einen Laien, der da vorbeikommt. Und dann die Oase. Im letzten Kapitel ist man in der Oase. Was ist die Oase? Also man ist nie, nicht grundsätzlich im letzten Kapitel in der Oase. Es wird bei uns in allen Bereichen gestorben. Mhm. Es ist nicht so, dass jemand, der in die Wohngruppe eintritt, das durchläuft. Die Oase ist ein Ort, ich nenne so ganz salopp, wenn man sagt Großraumpflege. Es sind 8 Bewohner in diesem Raum, die alle miteinander irgendwie im Kontakt sind, weil es gibt keine Zwischenwände. Der Ansatz, der Gedanke, der dahinter steht, ist folgender. Menschen, den 2 Quadratmeter Bett, der Lebensraum ist begrenzt auf diese 2 Quadratmeter Bett, denen müssen wir ja kommunikativ noch irgendetwas anderes anbieten, als nur dieses Zimmer, einer Zimmer, in dem ein Bett steht. Die vereinsamen völlig. Und wenn wir daran denken, dass wir Jahrtausende immer in der Gruppe gelebt haben, wir Menschen sind ja nicht Einzellebewesen, dann glauben wir heute, dass in diesem schwersten und letzten Stadium einer Demenz dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft wieder sehr stark in den Vordergrund rückt. Und nicht das Bedürfnis nach Individualität, die gibt es nicht mehr. Es ist sehr individuell, aber es ist nicht einsam. Aha. Das glaube ich, das ist der Unterschied. Und man muss sich das vorstellen, wenn nur jemand am Bett vorbeiläuft und sagt, guten Tag, Herr Schmieder, dann schon kann ich kommunizieren. Wenn nur jemand, wenn viele Menschen rufen nach ihrer Mutter, und es kommt irgendwo Antwort, Herr Schmieder, ich habe Sie gehört, dann hat doch das schon wieder eine kommunikative Komponente. Und ich bin immer in dieser Oase als Bewohner, ich bin immer Teil von einem ganzen System. Und das ist das, was wir wollen. Ja. Wir wollen, dass der Mensch nicht vereinsamt. Und heute würde ich sagen, die Menschen leben wahrscheinlich länger in den Oasen, wie wir sie leben würden in kleineren Zimmern. Hat es Fälle gegeben, wo Sie gespürt haben, hier ist ein Mensch, der möchte doch allein sein? Sie werden staunen, das spüren Sie. Erstens mal spüren Sie es, aber das kommt äußerst selten vor. Mhm. Der Mensch ist nicht gerne alleine. Das widerspricht allem, was wir heute leben, wie wir heute diesen Individualismus, den wir heute predigen. Der Mensch in dieser Krankheit, in diesem Jetzt, mit diesem Vergessen, mit diesen ganz niederen kognitiven Leistungen, der Mensch will nicht alleine sein. Der Mensch will immer Beziehung. Das ist die große Lehre aus dieser Krankheit. Das hat aber mit der Krankheit nichts zu tun. Der Mensch will immer mit jemandem in Kontakt sein. Plötzlich bei der Lektüre des Buches ging mir durch den Kopf diese Krankheit, die mir auch noch mehr Angst gemacht hatte, bevor ich mich überhaupt damit befasst hatte. Hat vielleicht die andere Seite, dass der Abschied dann, der Tod mit weniger Angst daherkommt? Kann man das so sagen? Wahrscheinlich kann man das so sagen, dass die Menschen spüren, dass es zu Ende geht, das bin ich überzeugt. Aber ich glaube, ja, da ist weniger Angst da. Es ist oftmals auch sehr friedvoll und sehr friedlich. Und auch da, es gibt Menschen, die wollen alleine sterben, die warten, bis die Angehörigen Kaffee trinken gehen. Mhm. Ja? Und es gibt Angehörige, die warten, bis unbedingt die Tochter aus der USA noch kommt. Mhm. Dann oder in früheren Phasen lese ich und weiß man ja auch aus anderen Berichten, wenn der Schock da kommt, daherkommt für einen Menschen, du hast Demenz. Da gibt es Menschen, die sagen, so will ich nicht enden, lieber gehe ich in den Freitod. Gunter Sachs ist ein berühmtes Beispiel, hat die Diagnose nicht mal richtig, aber er sagt, so. Und viele denken wahrscheinlich, so will ich nicht sterben und treffen Vorkehren, damit das nicht passiert. Das ist auch in einem Film, in einem Hollywood-Film, aber sehr schön amerikanisch-französischen Filmdrama Still Alice. Julianne Moore, die berühmte Darstellerin, hat den Oscar für die eindrückliche darstellerische Leistung gewonnen. Und in diesem Film
sieht man, wie sie beginnt, Vorkehren für den Freitod zu treffen. Der Film erzählt die Geschichte einer erfolgreichen Frau, einer Professorin, einer Intellektuellen, die langsam merkt, da sind Lücken in meinem Denken, Ausfälle, Orientierungsschwierigkeiten beim Joggen, sogar auf dem eigenen Campus, den sie wie die Westentasche kennen sollte, weiß sie plötzlich nicht mehr recht, wo sie ist und trifft einen folgenreichen Plan für die Zukunft. So I guess you've reached that point, the point where you can no longer answer any of the questions. So this is the next logical step. I'm sure of it. In your bedroom, there's a dresser with a blue lamp. Open the top drawer. In the back of the drawer, there's a bottle with pills in it. It says, take all pills with water. Now, there are a lot of pills in that bottle, but it's very important that you swallow them all. Okay? And then lie down and go to sleep. And don't tell anyone what you're doing. Sie hat sich ein Video vorbereitet, weil sie weiß, im späteren Zustand wird sie sich einen Computer holen und erzählt sich selbst im Video Anleitungen zum Freitod. Ist das jetzt völlig Hollywood oder gibt es was? Ich glaube, es gibt so viele Menschen, wie es gibt. Mit der Diagnose überlegt man, will ich weiterleben? Und wie lange will ich weiterleben? Das ist die entscheidende Zeit, dann da, ob man einen Weg finden kann. Und das ist dann die Aufgabe von vielen Fachleuten, die sich da auch darum kümmern, dass man weiß, heute die Zeit nach der Diagnose, das ist eigentlich die schwierigste Zeit. Ja. Und dass Leute sich vorsehen, was sie dann tun werden, dass Das kennen wir von vielen Menschen, aber niemand tut's. Niemand tut's? Niemand tut's. Alleine, selbst alleine. Jetzt mit Angehörigen ist das noch mal etwas anderes. Ja. Ja? Aber niemand tut das zum Schluss selbstständig, weil er weiß nicht mehr, was er wollte. Mhm. Wir Menschen versuchen ja dann diesen Zeitpunkt möglichst lange hinauszuzögern. Und irgendwann ist es zu spät und dann können wir nicht mehr. Und dann kommt auch eine andere Qualität von Leben dazu, weil es dann nicht mehr so sorgenvoll ist. Und heute, es sind wenige Menschen mit Demenz, die sich suizidieren. Es gibt den beeindruckenden Fall in Ihrem Buch eines Schweizer Autors und Schriftstellers, Eduard S., der mit seiner Frau zusammen zu Beginn seiner Krankheit Verabredungen trifft, dass er dann mit Exit in den Freitod gehen kann. Ja. Wie lief das dann ab? Der Fall hat ja grundsätzlich mal Wellen aufgeworfen, weil ja auch die Ehefrau das sehr offensiv vertrat. Sie beschreibt das auch in dem Buch und sie beschreibt, hat das auch in einer Fernsehsendung dann so gesagt. Am Schluss hat er gesagt, komm, war der Termin festgestanden und dann hat sie gesagt, hat er gesagt, komm, wir warten noch eine Woche. Komm, wir warten noch eine Woche. Das ist, als ich das gelesen habe, das nimmt einem fast den Atem. Er hatte den Plan und jetzt sagt er, das ist doch eine dramatische Situation. Und dann verkündet die Ehefrau, jetzt haben wir 50 Jahre oder so und so lang zusammengelebt, jetzt kommt es doch auf diese Woche nicht mehr an, jetzt machen wir das. Und das ist der entscheidende Satz, warum ich heute noch der Meinung bin, das war nicht ein autonomer Entscheid. Aber es ist schwierig zu sagen, ne? Ja. Wenn ich weiß, ich werde an einem Punkt später nicht mehr autonom sein, ich mache jetzt den autonomen Entscheid für dann. Das liegt in der Freiheit des Individuums. Ja, oder Sie sagen, es ist ein Kategorienfehler, man sollte das nicht tun. Wie wollen Sie etwas entscheiden für etwas, was Sie nachher gar nicht mehr wissen, dass Sie das entschieden haben? Mhm. Aber gut, ich muss oft für später entscheiden. Und wenn's es gibt ja auch dieses Beispiel, dass jemand schreibt, ich will nicht, dass man mir Essen eingibt, wenn ich nicht mehr selber essen kann. Mhm. Ja? Jetzt sitzen Sie da mit schwerer Demenz und essen begeistert, wenn man Ihnen den Löffel hinhält. Soll ich jetzt den Pflegenden sagen, Herr Klapproth will, hat gewünscht, dass man nichts mehr essen gibt, aber eigentlich wünscht er das jetzt. Mhm. Ja? Das ist nicht immer, was man vorher aufgeschrieben hat, ist nicht immer bindend für das, was jetzt ist.
Für viele geht das über in eine Phase, wo die Angst weg ist. Das ist vielleicht eben die Sonnenseite einer sehr düsteren Situation. Und haben Sie mir erzählt, beim Besuch im Heim, ist auch ja nicht so, dass alles weg ist, sondern auch die Kunst ist irgendwie noch da. Und Sie haben etwas mitgebracht. Sie versuchen mit Kunst eigentlich auch diesen Übergang, den endgültigen Abschied irgendwie zu gestalten, spürbar zu machen. Was haben Sie uns da mitgebracht? Kunst ist ja ein sehr relativer Begriff. Wir machen mit jedem Bewohner, der zu uns kommt, haben wir eine Frau, die das auch mit Liebe, sehr viel Liebe macht, machen wir zwei Tonfiguren. Und in dem Moment, wenn der Bewohner dann diese Tonfigur herstellt, schreibt sie auch noch auf, was dieser Mensch in dem Augenblick sagt. Und wenn diese Person gestorben ist, treffen wir immer die Angehörigen noch zu einem Schlussgespräch. Und dann überreichen wir ihnen eine dieser Figuren und die andere Figur, die bringen wir bei uns in den Raum der Stille. Was Sie an den Figuren sehen, Sie haben den letzten bleibenden Eindruck. Und das finde ich immer dieser große Moment, wenn wir das überreichen können. Und dann hat der Rolf P. am 16.12. hat er die Figur gemacht und hat gesagt, ich bin ein alter Mann. Manchmal habe ich tiefste Angst, aber ich will hier bleiben, bis ich mich aufgelöst habe. Und wenn Sie das den Angehörigen mitgeben können, das ist doch ein wunderbares Geschenk, noch in, als ja, ein wunderbares Abschiedsgeschenk. Kunst spült den Staub des Alltags von der Seele, hat Picasso gesagt. Und Sie hatten mich darauf hingewiesen, dass eine andere Art von Kunst auch fast jeden Tag den Garten der Sonne weit ziert. Herr Hauerter wischt nämlich mit diesem Reisigbesen täglich und macht immer ein Kunstwerk dabei. Er wischt die Wege und macht Muster hinein. Und wir haben das aufgegriffen und haben heute unter dem Begriff ungekünstelt.ch eine Homepage gemacht, in der wir solche Kunstwerke, das ist eine der nächsten Möglichkeiten, in der wir solche Kunstwerke zeigen wollen, weil so etwas geht sonst einfach verloren. Und jeden Morgen wischt der Hauswart es wieder weg. Ja. Also auch fast ein philosophisches Zeichen, wie man das Leben gestaltet, was davon bleibt, was nicht bleibt. Aber bedanke mich herzlich, war sehr eindrücklich, mit Ihnen über diese Fragen zu reden. Herzlichen Dank. Dankeschön. Am Karfreitag reden wir dann hier in der Sternstunde mit der weltbekannten Psychologin Susan Pinker, die warnt, wer den Kontakt zu den Mitmenschen vielmehr übers Internet statt von Aug zu Aug pflegt, der lebt weniger glücklich und weniger lang als Menschen mit viel Direktkontakten. Einen schönen Sonntag.